Yuchi, Leute! Willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario Odyssey! Yo! Also, letztens haben wir, wie hieß er, Kubigener von Krag gesehen? Und dann habe ich viel Blöde ja, wir haben Vorrunde. Noch nicht ganz gut. Ich will hier noch. So ein Arschloch. Ich will nämlich hier noch eine Tür suchen, die ich hier aus den Augenwinkeln gesehen habe. Und dann irgendwie nachher nicht mehr gefunden habe. Ich konnte vorhin nicht in die Tür reingehen wegen... ja, wegen Kampf. Und hier sind Krabben. Ach ja, ich muss bedenken, ich kann da trinken. Wenn ich nicht einen Fisch grabe. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich jetzt richtig das gesehen habe. Weil ich hatte ehrlich gesagt auch keine große Lust gehabt, jetzt die ganze Zeit das Video anzusehen. Kann er mich eigentlich auch treffen? Also von oben aus. Das ist zwar nicht das, was ich gesehen habe, aber... oh, Fisch! Ach nee, ich kann ja nicht nehmen. Ich vergesse immer wieder, also sobald ich den Cabby irgendwo auf abgesetzt habe, ich mir ihn natürlich nicht cappern kann. Okay, zum Glück haben wir hier genügend Luft. Und jede Menge Probleme. Ja, ich habe gleich ein Problem, weil ich hier ein hungrig... ach ja, Power-Mode muss ich sammeln. Power-Splitter. Weil ich hier einen hungrigen Morena habe. Und ich glaube, der taucht immer da auf, wo ich jetzt bin. Ja, was für ein Kissen zerstören muss ich wohl doch. Ich schätze mal, dahinter ist ein Power-Mond. Also Power-Mond-Splitter. Sag ich nicht, dass der mal da ist, wo ich jetzt bin? Gut, sei nicht so aufdringlich. Ja, da kam ich nicht mehr weg. Ich habe zwar das gesehen, aber dann war es zu spät. Es ist dumm, nicht gleich plötzlich umzudrehen. Oh. Ja, her damit. Das kann ich gut gebrauchen. Okay, ich habe mich geirrt. Da war nicht der Mondsplitter. Ja. Und das ist er auch nicht, weil das ist eine Münze. Alter, was ist dein fucking Problem? Ist ja nicht so... oh, das, ich sag ich ja, so eine Bedrohung für dich. Oh, da ist der Splitter und da war die Morena an meinen Arsch. Los, Mario, hol's dir. Oh, geschafft. Natürlich, mitten in der Mitte. Na, zum Glück hauen die nicht ab wie die Sunshine Spike. Nee, Insignien der Sonne. Oder bisschen wie Sunsprite, wie sie genannt werden. Ah, Mondstücke im Meer. Und jetzt muss ich schnell nach oben. Ja. Mario, nicht zurückfallen. Sonst ertrinkst du. Ja. Cappy, würdest du jetzt zu mir kommen? Cappy? Danke. Da war doch jetzt alles, oder? Die Nasenspitzen, die... das nervt. Das wisst ihr ja auch wohl selbst. Ich meine, wer hat nicht so manchmal das Gefühl, dass ihm einen das Fell juckt?
Okay. Das Viech ist aufdringlich. Sehr aufdringlich. Okay, gucken wir mal. Das sind doch eigentlich Algen, oder? Kann man die nicht theoretisch essen? Hier ist. Und wir haben Gummus. Falsche Richtung. Muss man wieder in die Steuerung kommen. Ist das wieder mehr? War wohl nicht der Fall. Oh. Und wie geht das so? Weh, da kommt jetzt so ein Viech. Hier vielleicht? Jupp. Bisschen kräftig ein Powermonde sammeln. Dass ich überhaupt nichts bemerke. Hier geht gar nichts und jetzt muss ich daran merken, dass ich diese Tonspur nicht als Orientierung zum Anpassen der Spuren nehme. Naja, das der. Komm, da wieder hochgeschossen. Das Problem ist ja bei der Tonspur bei separaten, da man ja separat aufnimmt, muss man aufpassen, dass die Tonspuren passen. Weil sonst könnte es ja schnell asynchron werden. Und das ist dann eher auch wirklich dann irritierend und auch frustrierend, wenn man plötzlich einen Text vorliest, der eigentlich, ja, hier? Oh. Okay. Der, gefühlt 5 Minuten vorher. Oh nein. Soll ich das riskieren? Achtung, die Lava steigt, ja. Das ist das fucking Problem. Wir haben nämlich nicht viel Zeit. Die Lava steigt und halber diese Scheiße ist. Und ich weiß auch nicht, was das soll. Okay, es soll herausfordernd sein. Oh. Ja. Ich versuche es noch einmal und dann lasse ich es. Weil es ist ziemlich nervig. Man muss nämlich ja auch unter anderem diese nervigen Dinger auch aufpassen, dass... Was war das denn jetzt? Oh, ich hasse das. Oh, war ja. Okay, noch einmal. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier mich aufhalten. Also ich meine, man hat hier die Lava, die einen verfolgt. Und... Ja, toll. Wie soll man das eigentlich rechtzeitig schaffen? Okay, wahrscheinlich mit Teilen. Oder man fällt direkt in die Lava. Ja, ist gut, Mario. Es ist hier nicht heiß. Du hast einen heißen Arsch. Okay. Das Problem ist auch... Naja, mach hier nicht die dicken hier, die langen. Man hat nämlich überhaupt so gut wie keine Zeit zu verlieren, weil hier die Dinger hervor... Ja. Dude, du solltest mal lieber hier... abhauen?
bin tot. Ich hätte es schaffen können. Ich habe den Power-Mond gesehen und ich wollte ihn haben. Ich wollte ihn unbedingt haben. Wie soll man da auch rechtzeitig wegkommen? Oh, ich bin... Oh, Glück gehabt. Ja, von wegen Glück gehabt. Ich sag, jo, Glück gehabt. Was tust du da, Mario? Alter. Da hat er nicht reagieren wollen. Oh Mann, jetzt will ich den Scheiß haben. Unbedingt. Okay, man könnte... Sag mal was... Ach du Scheiße! Die Arschlöcher verschieben mich noch weiter vorwärts. Oh. Das ist nämlich das. Das ist aber hier arschig. Ich glaube, ich soll den Mond erstmal ignorieren, damit ich überhaupt mal etwas schaffe. Was passiert eigentlich, wenn ich mal einen Moment warte? Was will ich eigentlich... Warte mal, Leute. Ich will mal ganz... Höchstwahrscheinlich ist mein Headset wieder verstellt. Ach, ging nicht mal anders. Ich habe nämlich schnell Babypuder geholt. Weil die Steuerung drohte mir aus der Hand zu flutschen. Warum muss mich das blöde? Okay, ist auch logisch. Vielleicht sollte ich einfach daran denken, die Lava verfolgt mich nicht. Die Lava verfolgt mich nicht. Das wäre doch mal eine Aktion, oder? Ich glaube, gleich gibt es wieder geschmorte Zwiebeln. Ja, es gibt geschmorte Zwiebeln. Oh! Mario, nicht rumtanzen. Okay, lassen wir's. Ich will euch jetzt nicht langweiligen. Und ich will auch meine Münzen nicht vergeuden. War das wirklich dieser... Die wirklich jetzt die Tür, die ich die ganze Zeit gesucht habe... Enttäuscht. Nee, Moment mal, ich habe sie doch schon gefunden. Ich weiß noch, ich bin doch einfach rausgegangen und sagte, oh nö, kein Bock darauf, weil das so eine Scheiße ist. Also für mich ist das eine Scheiße. Ob es für euch scheiße ist, das ist euch überlassen. Jetzt will jeder mich hier unnötig ficken. Und das ist kein Liebesfick. Ach, come on. Ich bin einfach so die Eile. Ich bin Fisch. Kann da nichts passieren.
Außer ich lass mich von irgendwelchen blöden Tentakelnviechern am Beta anwitzen. Man kann sich auch nicht umsehen, ohne dass da irgendjemand meint, er müsste mir auf den Sack gehen. Ja, ich weiß, du magst mich nicht. Ich sollte mal nach dem Herz gucken. Sonst überlebe ich nicht lange. Was ist ein Schild? Und was steht da auf dem Schild? Ah, da ist ein Herz. Kann ich das lesen oder bin ich als Fisch unfähig? Ja. Was steht da? Nicht. Reiß dich schnell schwimmen. Möchtest du auch einen Wassersprung hinlegen? Brücke, wann immer du dich im Wasser. Ah. Verdammt, ich nehme gleich Schaden. Toll, ja, schnelles Schwimmen. Schnelles Schwimmen, hm? Schnelles Schwimmen. Was bringt mir schnelles Schwimmen, wenn Mario gleich den Körper da unten macht? Wahrscheinlich benutze ich es falsch. Okay, ich will jetzt nur noch einen Fisch kapern. Komm her. Okay, ich hab das mal gesehen. Das ist nur ein Ach, nee! Moment mal, die Tür ist auf? Oh, da hat er mich an. Moment mal. Ich habe sie doch gerade aufgemacht. Also, die war ja vorhin zu, als ich gerade reingegangen bin, nicht wahr? Also, da, wo ich mal versucht habe. Das heißt aber also, ich war da gar nicht drin gewesen. Es war also doch die Tür, die ich gesehen habe. Okay, dann hat sich die Sache erledigt. Das war echt enttäuschend. Dafür, dass ich wie ein Blöder die ganze Zeit die Tür gesucht habe, nur zu feststellen, dass es so ein dummes Level ist. Also, ist es nicht mein Fall. Weil, ja, es war eine Timing-Sache, ich weiß. Das Problem ist nur, Leute, ich meine, ich muss aufpassen, und dass ich nicht, sag ich, von diesen komischen Rolldingern erwischt werde. Und noch dazu werde ich von Lava verfolgt. Machen wir mal das hier. Das ist echt geil. Also ich liebe dieses Rätsel hier. Aber aus irgendeinem Grund kann ich jetzt schlecht erkennen. Okay, da ist der Powerbund. Ich muss ins andere rein. Also rechts von mir. Ich habe ja schon bei New Dawn City gesagt, beim Festival, dass diese Kombination zwischen 2D und 3D einfach genial ist. Ich liebe es einfach. Ich muss ein bisschen warten, weil ich brauche hier die Schildkröte. So.
muss aber auch sagen, der Fisch orientiert mich ein bisschen, ne? Ja. Ein Mond für dich, Meeresgrundlabyrinth, Geheimraum. Wenigstens brauche ich hier keinen Sauerstoff. Und hier muss ich natürlich auch passen, weil da flippert natürlich der Cooper wie nichts Gutes. Er hat ihn das bloß nur angetan. Okay, hier. Ja, das ist auch ganz schön ein übler Prank. Oh, da kann ich ja durch und da. Von wegen. Da wollte ich jetzt nicht drauf springen, ich wollte jetzt auf den Kuh. War ich in den Arsch. So, jetzt muss ich wieder zurück. Ja, ich habe Angst, dass ich nämlich aus Versehen gehen, dass ich da jetzt runterfalle. Ich kenne diese typische Krankheit, dass Job an Ranheroes plötzlich nicht springen wollen. Meinen, sie müssten irgendwie abstürzen. Und man steht da blöd und sagt sich, oh, scheiße, du hättest springen sollen. Ach, tatsächlich. Ja. Was war das? Okay, ja. Um an die Münzen zu kommen, brauche ich den Cooper da oben. Das ist echt kein Moment. Das ist echt kein schöner Moment für die Leute. Also für die Coopers. Die stehen irgendwie doof da. So, also sie stehen doof da und... und werden nur benutzt. Also... da muss man einfach hüpfend rauskommen. Wieder weiterzukommen. Einfach ganz üble. Die werden zum Einsammeln von Münzen das war keine gute Sache, aber hey. Jetzt haben wir hier den zweiten Cooper, den wir wegkicken können. So neutralisiert man das. Wie neutralisiert man einen Cooper? Indem man einen anderen Cooper benutzt. Ich muss auch sagen, das Design ist echt irgendwie geil. So richtig so retro-mäßig, so 8-Bit. Aber es beißt sich auch nicht. Weil man muss ja auch aufpassen, dass die Sachen auch sich vertragen und sich nicht unnötig so beißen. Vorsichtig, Mario. Ich habe jetzt keine Lust, noch mal wieder da durchzuschwimmen. Okay, nochmal. Oh, das war dumm. Wie soll ich jetzt an die Münzen rankommen? Oh, verdammt, das war vielleicht dumm? Nö, doch nicht. Ich hab's geschafft. Oh, ich brauche noch 15 Münzen, um weiterzukommen. Und ich habe gerade eben mich mit Entsetzen gefragt, ob eine dieser Münzen auch ja, in diesen Lava, also in Renn der Lava weg Sache drin sind. Weißt du, wie scheiße das ist? Hä? Moment. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Nö, doch, müsste. Ja, alles klar, ich dachte schon. Das will ich hier wieder sabotieren. Ein Mond für dich, Meeresgrundlabyrinth, Schatz. Oh, das ist da so übel, wenn das alles so wieder zurückresettet wird. Das war ja auch bei den alten Metroids und Castlevania der Fall. Das ist ja praktisch, wenn man einen Raum verlassen hat, also den Screen und dann wieder zurückkehrte, dann waren alle Monster wieder da. Alle fucking Monster. Oh, komm ich raus. Das tut mich jetzt mal mit. Nee, falscher Kopf. Kann ich mich irgendwie raus teleportieren? Das würde mich mal so interessieren.
tatsächlich das geht. Ja, man hätte auch da wieder hochgenommen, aber ich weiß auch nicht. Gibt's noch irgendwas, was ich machen könnte? Ich könnte mal langsam mal wieder abhauen. Ich habe ja mehr als genug Monde. Und ich weiß jetzt partout nicht, wo ich noch nicht war. Oh, das glänzt da so. Das war nicht Sinn der Sache. Ich glaube, wenn ich die Idee gebe, könnte ich vielleicht einen Power-Mond kriegen. Oh, da ist ja noch eine Tür. Mal sehen, wo die uns hinführt. Tja, blöd, wenn man nicht die Stufen laufen kann, also die Füße. Okay, ich krieg's. Ist das euer scheiß Ernst? Das Ding bewegt sich. Okay, ich muss die... Ich hab's da hingeschleudert? Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht ertrinke. Das... Hey, weich nicht aus! Wie soll ich das erwischen, bevor der abhaut? Ach, vielleicht sollte ich einfach ihn so auf den Hügel da locken. Na, endlich. Ist das ein Powermond, der immer versucht abzuhauen? Geschlänge am sandigen Grund. Es gab hier noch andere so schöne Rätsel, um an Powermonde ranzukommen. Aber jetzt... weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob sich da was ist. Ja, und wo die interessantesten sind. Ja, da müsste ich irgendwie wirklich dumm und dämlich gucken. Und ich habe das Lösungsheft jetzt nicht hier. Lösungsheft, meine Lösungsbuch oder auch Guide genannt. Ach, guck mal einer an. Sieh nur, jetzt haben wir wieder Edelwasser in Hülle und Fülle. Und wir geben das nicht her. Von mir aus. Ah ja, ich weiß, dass sie das brauchen. Ach, die Rakete, da könnte ich noch reingehen. Okay, dann kann ich den an. Den da oben. Ich kann das Ding nicht irgendwie abknicken, oder? Ich glaube, das kann ich knicken. Aber ich kann auch nicht mehr... Okay, da bleibt mir nichts anderes übrig. Wo ist dieser Spree-Oktopo? Immer von der Seite. An das komme ich nicht ran. Hallo, ich mache jetzt Landurlaub. Ich glaube, ihr seid ein Touristen nicht, sondern nicht beliebt. Kann ja sein. Naja, ihr seid keine Touristen für die, sondern Terroristen. Obwohl, so wie manche Touristen sich verhalten, also da müssen sie sich echt den Vorwurf von terroristisch gefallen lassen. Auf und davon. Take off. Ach, hier war ich noch nicht, oder? Ich versuche, das Fernglas zu benutzen. Da merke ich, das ist nicht größer auf so weit.
So. Wie hat das denn? Okay. So, da braucht ja langsam das keine Lücke. Ist das jetzt so dringend? Okay, der macht mir die Wolken weg. Aber das kann man eigentlich sehr gut selbst erkennen, wo die Wolken sind. Also, wo man hintreten muss. Ach, hi. Ihr schon wieder, ihr komischen Igelbälle. Ja, das war ja raffiniert von mir. Okay, das ist fies, muss man sagen. Fuck my life! Ich hab gegen das Ding gehabt. Aber was seid ihr irgendwie? Irgendwie, nachdem ich also diese typischen nervigen Bösewichter, die einfach so dumm sind, um geradeaus zu gehen, aber irgendwie es bestens verstehen, wie sie einen auf den Sack gehen. So kommen die mir vor. Gucken wir mal, es kann ja wieder so eine Überraschung sein. Wie das hier, aber... Nö, ist keine böse Überraschung. Ach klar, das haben sie extra gemacht, damit man das nicht sieht. Versunkener Schatz im Wolkenmeer. Das war so ein geheimer Mond in einem geheimen Labyrinth und... So. Und man kann ganz schwach sehen, wo das Grün ist. Und da kann man lang. Aber am besten immer doch vorsichtshalber mit Gabby die Wolken dicht wegmachen. Ich hasse es, wenn die Helden so vorwärts sprinten und ganz knapp. Okay, da brauche ich Hilfe. Huch! Ach, die Schose. Oh ja, jetzt heizen sich gegenseitig immer an. Okay, nee, das ist doch keine Lücke. Okay, jetzt haben wir den Powermond. Wir warten im Wolkenmeer. Und wir können abhauen. Das war's dann auch, Leute. Ich glaube, so gut die 34 Minuten sind doch echt ganz gut, oder? Ach, warte mal, ich wollte noch was kaufen. Das mache ich noch schnell. Moment mal, das ist ja ein Schwimmer-Shop. Okay. Bis jetzt im Mund empfehle ich dir einen Ritt auf einer Fontäne. Und was sagst du? Gepriesen sei das Edelwasser. Okay. Ich lege einen Spaziergang am Meeresgrund am wärmsten am Herz. Ja, aber vergiss nicht die Sauerstoffflasche mitzunehmen oder sonst irgendeine Möglichkeit für Sauerstofftransport. Aber du bist nämlich kein Fisch. Und ich glaube auch nicht, dass sie das auch so auch wirklich daran gedacht haben, weil ich schätze mir, das sind wo Amphibien und die haben natürlich keine Probleme unter Wasser zu sein. Was? Nö. Shoppen wir erstmal auf Dory. Dass Dory keine Probleme hat, naja, ist halt ein netter Kerl. Aufkleber. Ja. Ja. Ja, klar. Dann hier Sandgefäß. Am Blick auf dieses Sand. Mit Sand gefüllte Gefäß. Und jetzt vor ein paar Momenten eine sonnige Überschrift. Ja. Ja, danke. Machen wir das jetzt auf Strohhart, Raffi in Urlaub oder Matrosenmütze?
Ja, tatsächlich, ich könnte die hier kaufen. Ja, wenn ich das hier hole, dann könnte ich mir noch einen Powermond holen. Aber irgendwie habe ich jetzt keine Lust darauf. Das Umziehen. Machen wir uns auf Matrosen. Sind wir dann Sailor-Moon ohne Dämonen drin? Und ich finde es immer so geil, dass Mario praktisch vor allen Leuten sich umzieht. Aber sicher, warum unnötig warten? Und wozu Umkleideräume? Sind eh überbewertet. So. Wo will ich jetzt noch mal hin? Ja, ich weiß diesen Krabben aus. Krabben, die eigentlich Oktogonen sind. Dann könnte ich eigentlich hier ab in die nächste Welt, was wir im nächsten Part machen. Und ich frage mich gerade, warum teleportiere ich mich nicht einfach hin? Ich meine, das ist doch besser. So, Leute, wir werden den nächsten Part in die nächste Welt reisen. Land, Kontinente, nennt wie immer. Oh, nee, warte mal, das will ich noch machen. Hallo, mein Shiba Inu. Na, fühlst du mich so ein Traummund? Das will ich noch machen. Was ist das hier noch am Münzen? Ja. Hast du schon das mit den Münzen gemacht? Geh mal auf die Liste. Steck in Abseits. Merci, Dori. Was ist jetzt das getan? Also in jedem. Muschel im Meer, Romanze am Meer, Shopping am Superstand. Langgestreckt auf den Nebenpfad. Okay. Könntest du mir dann bitte einen Powermond finden? Du machst jetzt unnötig den Part länger, Judy. Ja? Dann los, zeig's mir! Ja, was ist? Also, irgendwie verstehe ich das nicht. Im Breath of the Wild gibt man den Hund so ein paar Fleischstücke und dann führt er ihn zu einem Schatz. Und er eigentlich normalerweise auch, aber aus irgendwie einem Grund ist der Wasserschein. Okay, tut mir leid, Doggy, aber ich habe jetzt dafür keine Zeit. Ich muss auch mal weiterkommen. Normalerweise hilft der Nintendog eine, ja, mal kurz rein, vielleicht einen Powermond zu finden. Das sieht euch cool aus. Richtig heimisch. Hä? Okay, versuchen wir es nochmal. Dann müssen wir aufhören. Sonst wäre es mit Rendern eine Katastrophe. In Form von über 6 Stunden. Okay, das wird ein bisschen übertrieben. Oder waren keine Powermonde? Gut, du schnüffelst an meinen Füßen. Könnten der Käsegeruch sein?
funktioniert aber auch nicht. Okay. Ich werde nicht sagen, dass Doki dumm ist, aber Doki hat keine Lust. Das wäre wohl eher. Das ist so knuffig, warum sie nicht so dumm ist. Und das ist ja noch klein, er versteht das nicht. Okay, Leute, wie es weitergeht in den nächsten Part, dann werden wir nächstes Land reisen. See you in the next. Der Mäuse immer noch heiß.